Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein Speerwerfer. Ein Speerwerfer, ein Sportler. Ein Sportler. Sind Sie Sportler? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. In der Jugendzeit, aber sonst nicht. Wo kommt denn dieser Speerwerfer her? Aus der Familie. Mhm. Der steht schon, seit ich denken kann, auf dem Schreibtisch. Bei Ihnen? Erst bei meinem Vater. Beim Papa, ja. Ja, natürlich. Mhm. Und dann bei mir. Und okay. Ich habe meine Notizzettel immer angespießt. Ach so. War er recht praktisch. Okay. Ja. Und haben Sie eine Idee, wo es herkommt, ursprünglich mal? Ja, also er müsste so um 1920, 30 von meinem Vater erstanden worden sein. Aha, okay. Das müsste die Zeit sein. Ja. Auf jeden Fall eine sportliche Figur. Ein Speerwerfer, der gerade in dem Moment gezeigt wird, wo der Speer eigentlich loszufliegen beginnt. Ja. Das ist ja immer das Interessante. Welcher Moment ist gezeigt? Welche Spannkraft ist in einem solchen Körper? Den einzufangen, diesen Moment, das ist die große Kunst. Und das tut der Künstler hier, dieses Ausholende, dieses Dynamische ist wunderbar fokussiert, bis hin dazu, dass der Arm gestreckt ist, dass die ganze Streckung durch den Körper geht, bis in die Fußspitze hinein. Ja. Die Spannung, ne? Spannung. Spannung natürlich auch, wer ist der Meister? Und man sieht hier hinten in die Plinthe eingraviert K. Möbius. Mhm. Anfang zweiter Hälfte 19. Jahrhundert, glaube ich, geboren, aus Bonner in Sachsen stammend. Über verschiedene Stationen seiner Ausbildung kommt er nach Berlin. Mhm. Ja. Wie viele damals? Berlin, das Zentrum gerade für den Bronzeguss. Und entwickelt sich dann eigentlich in den letzten Jahren des 19. und den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg zu dem Künstler, der enorm viele offizielle Aufträge bekommt für die deutschen Kolonien. Mhm. Ach ja. Und das ist natürlich etwas, das ein Oeuvre, ein Werk zeigt, das heute fast verloren ist. Ja. Einige Figuren, das waren vor allen Dingen Denkmäler, wurden zurückgeholt zwar, nachdem die deutschen Kolonien verloren waren, vielfach im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden, weil man das Material brauchte, Rohstoffe brauchte. Und es gibt heute von Karl Möbius eigentlich fast nichts mehr. Seine berühmteste Figur, die wir heute noch kennen, ist der Speerwerfer. Ach ja. 1921 gegossen, das Original auch eingeschmolzen. Dann nach dem Krieg wiederhergestellt, steht heute in Berlin in einem Park. Und damit haben wir die Datierung. Der Ausgangspunkt ist immer das große Original, genau. 1921, und dann gibt es Reduktionen. Und Sie haben schon erwähnt, 20er, 30er Jahre, also wenn dann eher die späten 20er Jahre, da muss dann diese Reduktion gemacht worden sein. Interessant ist vielleicht, die Figur steht ja auch auf dem Sockel. Dieser Sockel scheint mir sogar original zu sein, also zumindest zeitgleich zu der Mache der Bronze. Weil man hat sich schon auch Mühe gegeben, erstens die Farbe des Sockels auszuwählen und zweitens auch diese abgefasten Ecken. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass das dadurch noch einmal, sage ich, eine gewisse Monumentalität erfährt. Das ist sehr schön erhalten. Die Patina ist sehr schön. Das Problem ist immer, wenn von einem Künstler der Vergangenheit nicht viel da ist, gibt es auch wenig Nachfrage. Das ist schade. Das bedeutet, dieser Künstler hat durchaus eine wichtige Bedeutung in der Kunstgeschichte, aber in der Sammlergeschichte leider nicht. Ja. Und deswegen kommt man da nicht drum rum, dass man eigentlich nur einen Preis festlegen kann um die 600 Euro, was in meinen Augen für diesen Künstler eigentlich zu wenig ist. Aber der Markt gibt nicht mehr her. Ändern. Kann man nicht ändern. Aber es ist ein schönes Teil und bitteschön, wegen dem Speer, das ist schon einfach. Also Papier draufstecken darf man schon, aber wird nicht mehr, sonst verbiegen sie. Und der ist original. Ja. Also auf jeden Fall Neoklassizismus. Und Klassizismus ist etwas, was dekorativ ist. Und wenn Sie das Stück auf Ihrem Schreibtisch stehen haben, hat das einen wunderbaren Platz. Ich beneide Sie. Wirklich? Ja. Wunderschön. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, dass Sie es gebraucht haben. Vorsichtig und aufpassen wegen dem Speer. Ja, denke mal schon raus. Spitzig. Ja, genau.